Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man die Challenge bei Atheon meistert, wenn das natürlich auch aktiv ist. Ansonsten geht es ja logischerweise nicht. Mit der Challenge holen wir dann den maximalen Loot raus und in diesem kleinen Guide zeige ich, wie das Ganze funktioniert. Denn es ist eigentlich relativ simpel, aber schwierig umzusetzen. Denn wenn man in die verschiedenen Gebiete rechts und links Mars und Venus geportet wird, spawnen da ja 6 Orakel und es ist so, dass jeder Spieler nur ein Orakel töten darf und muss und dann meistert man so die Challenge. Aber wir machen es Schritt für Schritt. Ich zeige das ganze Video, wie wir das gemacht haben, mit ein paar Tipps und Tricks und ja eben den ganzen Ablauf, wie es halt funktioniert und wie wir das umgesetzt haben, damit man es 1:1 übernehmen kann. Nun, Atheon spawnt, dann beschwört er irgendetwas herauf und 3 Spieler werden ja dann nach rechts oder nach links zu dem Mars oder der Venus geportet. Wichtig: auf dem Radar wird angezeigt, wo die Verbündeten hingeportet werden. Denn wenn der Radar anzeigt, auf der rechten Seite sind Spieler, dann sind sie rechts, man muss das rechte Portal öffnen und auf der linken Seite wäre das gleiche halt eben links. Ein Spieler, der durchgeportet wird, nimmt das Relikt dann auf, steht hier hin, wo ich hinstehe und die anderen 2 Spieler, die töten die Orakel, die spawnen. Jetzt wird's interessant. Unten links wird angezeigt, wer das Orakel getötet hat bzw. zerstört hat. Bedeutet also, man kann relativ easy erkennen, ob ich das jetzt gekillt habe oder ein anderer. Flora Player rennt jetzt schon durch das Portal, man sieht ihn gerade auf der linken Seite noch durchrennen. Ich reinige das Ganze noch kurz, damit er dann gereinigt durchgeht und nicht von der Leere gefressen wird bzw. dann blind wird. Wie man ja in dem Gebiet kann man so reinigen. Und die anderen Spieler, die draußen sind und das Portal geöffnet haben, rennen jetzt rein, damit die restlichen 5 Spieler bzw. wir 5 dann noch drin sind und ein Spieler sicher draußen, denn einer muss draußen sein, ansonsten schließt sich das Portal komplett und wir sind hier drin gefangen. Nun, bedeutet, alle ballern auf das Orakel bzw. die verschiedenen Orakel, ploppt der Name unten auf, kann man durchrennen durch das Portal und das Gebiet außen sichern, denn da spawnen ja nochmal Feinde. Haben alle Spieler ein Orakel gekillt, beziehungsweise die 5 Spieler, die nicht das Relikt haben, haben alles gekillt, dann töte ich mit dem Relikt das letzte und gut ist. Ja, das ist eigentlich schon die Hexerei. Dann springt man raus hier in die Mitte, macht maximalen Schaden, so gut es geht. Man könnte ihn in einer Phase töten, wenn man genug starke Waffen hat. Hat nicht jeder, da macht man einfach eine zweite Phase. Wichtig hier, guckt, dass ihr früh genug rausspringt, also etwa bei 4-5 Sekunden, denn die Feinde, die herumschwirren, sind doch ein bisschen arg lästig. Man sollte sich da schon vorher positionieren. So, schön zu sehen ist jetzt, ich bin jetzt draußen. Auf dem Radar erkennt man, die Spieler sind links. Das bedeutet, wir müssen das Portal links öffnen, das geht dann auf und jetzt geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Die Sleeper Simulant ist hier übrigens sehr zu empfehlen, denn man kann einfach kurz rein, zack, aufladen, draufballern, habe ich schon 1 gekillt, man sieht es, steht unten, ich kann wieder zurück, bin gerade noch kurz gereinigt worden, bis die Leere mich dann blind macht, sind die anderen Spieler schon lange wieder draußen, wir sind in der Mitte, werden nochmal gereinigt und können Atheon töten. Wirkt jetzt ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, ist auch ein bisschen Übungssache, Koordination, man muss da gut miteinander reden, sagt man beispielsweise, ich gehe jetzt schon rein ins Portal oder ich gehe jetzt raus oder ich brauche Reinigung oder sonst was. Kommunikation ist gerade bei so einem Raid sehr, sehr wichtig, besonders bei der Challenge. Ich hoffe, ich kann es plus minus verständlich erklären, ist ein bisschen schwierig, diese Challenge korrekt und sauber zu erklären. Nun, ich sag's mal so, beziehungsweise ich fasse es nochmal kurz zusammen. Der Reliktträger, der tötet die Feinde, die da in dem Gebiet sind, Mars oder Venus, steht dann vors Portal hin. Die Spieler, die drin sind, ballern schon auf ein Orakel. Ist ein Orakel kaputt, sieht man es unten, wer es gekillt hat. Der es gekillt hat, rennt an dem Reliktträger vorbei durch das Portal. Der Reliktträger reinigt ihn noch ganz kurz, dann steht der draußen, kann draußen verteidigen. Die Spieler, die draußen stehen, rennen in dem Moment rein, helfen die anderen Orakel zu töten. Immer wenn der Name aufploppt, dann rennt der Spieler natürlich wieder durchs Portal zurück. Und das macht man dann bis alle 5 bzw. 6 Spieler das dann erledigt haben. Der Reliktträger übernimmt das letzte Orakel und die Challenge wäre dann schon gemeistert bzw. man muss dann noch auf Atheon losgehen, ihn töten und dann wäre die Challenge gemeistert. Nun eben, ich hoffe sehr, dass ich das verständlich erklären konnte. Falls noch irgendetwas unklar wäre, schreibt es einfach in die Kommentare, fragt und ich werde das dann natürlich sehr gerne beantworten nach einigen Tagen. So gut ich natürlich kann. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, lasst noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!
Thank you.